mein liebstes Adventslied. Ich gebe zu, dass es gar nicht so einfach war, dass ich mich entschieden habe, denn viele Adventslieder sprechen mich emotional und auch religiös sehr an. Ich habe mich für eines entschieden, was nicht so bekannt ist und vielleicht auch über die Diözese Mainz hinaus nicht so bekannt ist. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Es ist von Paul Gerhardt gedichtet, einem der großen evangelischen Liederdichter. Warum habe ich mich für dieses Lied entschieden? Vielleicht deswegen, weil es nicht so das ganz übliche Adventslied ist. Dieses Lied spricht nicht allein vom Kommen Jesu in Bethlehem und richtet den Blick auch nicht allein auf die Erwartung von Weihnachten. Das spielt eine Rolle, aber dieses Lied beschreibt das menschliche Leben als eine Existenz des Wartens. Das ganze Leben des Menschen, das ganze Leben der Kirche und der Welt ist ein adventliches Leben. Und so spricht das Lied, spricht Paul Gerhardt, von drei Weisen des Kommens Jesu in unsere Welt. Das ist einmal die Erwartung ganz am Ende der Zeiten. Da wird er kommen und Gerechtigkeit schaffen. Das ist die große adventliche Hoffnung der Christen insgesamt. Und natürlich erinnern wir uns an das Kommen Jesu in Bethlehem. Damals ist er Mensch geworden für uns. Was Paul Gerhardt jetzt macht, ist, dass er dieses Kommen Jesu auch in unsere Zeit, in mein Leben hineindichtet. Ich lebe jeden Tag damit, dass Jesus in mein Leben kommen will. So gibt es drei Weisen der Gegenwart. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Dieses Lied spricht mich auch deswegen an, weil Paul Gerhardt nicht allgemein über das Kommen Jesu spricht, sondern das Kommen Jesu wird persönlich. Er kommt für mich. Er kommt für mich damals in Bethlehem, weil ich seine Hilfe brauche, weil ich seine Liebe brauche. Er wird eines Tages wiederkommen, um mich zu retten, um mich zu erlösen. Und er kommt jeden Tag, weil er mich liebt. Er kommt aus freien Stücken. Und da merkt man, dass es einen evangelischen Einfluss gibt, weil Paul Gerhardt sehr stark die Gnade betont. Der Mensch verdient sich nicht diese Liebe. Und ich glaube, es ist gut, dass wir als katholische Kirche, dass ich als katholischer Christ auch hier von der protestantischen Tradition lerne. In der 5. Strophe etwa heißt es: Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren 1000 Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Jesus kommt jeden Tag aus reiner Liebe. Paul Gerhardt betont einfach die Liebe Gottes. Er liebt uns ohne unsere Leistung. Und er kommt, um mich, um alle Menschen zu retten. Dieses Lied ist auch deswegen für mich so wunderbar, weil es im Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach direkt ziemlich am Anfang kommt, mit einer anderen Melodie, aber mit diesem Text der ersten Strophe. Und so ist es mir eigentlich von Kindesbeinen an auch als Text sehr lieb und sehr vertraut. Dieses Lied hilft mir, mich gut auf Weihnachten vorzubereiten und jeden Tag das Kommen Jesu zu erwarten.